Eine schwarze Rauchwolke war am Montagnachmittag über dem Göttinger Stadtteil Wehnde und weit darüber hinaus zu sehen. Grund war der Brand eines Wagens auf dem Gelände eines Autohauses im Gewerbegebiet Lutheranger. Ersten Informationen zufolge hatte das Auto bei Schweißarbeiten in der Werkstatt Feuer gefangen. Mitarbeiter hatten noch versucht, den Brand mit Feuerlöschern unter Kontrolle zu bringen. Als dies nicht gelang, schoben sie das brennende Auto aus dem Gebäude auf den Hof und verhinderten so wohl noch Schlimmeres. Der Feuerwehr gelang es dann schnell, das Feuer einzudämmen. Für die Nachlöscharbeiten wurde Schaum eingesetzt. Durch die starke Hitze wurden auch eine Scheibe, ein Fallrohr und andere parkende Autos beschädigt. Wie hoch der Schaden ist, stand am Montagnachmittag noch nicht fest.